Und damit herzlich willkommen zurück zu Outlast und ohne weiteres Laberababa gehen wir einfach weiter. Ich will ja euch nicht so tief daraus reißen, aber ich glaube, ihr wisst, wo wir sind. Also ich weiß es nicht. Wir waren wir sind immer noch in der Kanalisation und sind einmal kurz an dem männliche Abteilung, also Male Ward, da haben wir es, Male Ward, sind wir einmal kurz dran vorbeigeschliffen. Und sind jetzt wieder hier in der Kanalisation. Ach du Scheiße. Und hier haben wir. Alter. Ich habe ja letztens schon gesagt, so, wie viele Leute sind hier eigentlich tot, bitte? Wie unwahrscheinlich viele. Also das geht ja gar nicht. Wie viele Leute sind denn da durch den Mörser gegangen? Ich hätte nicht gedacht, dass die Kanalisation noch schlimmer riechen könnte. Hunderte von Leichen in einem Raum, tausende von Fliegen. Ist das der Weg nach draußen, von dem der Priester gesprochen hat? Okay. Ich habe gerade überlegt, ist das wirklich so ein physischer Weg nach draußen? Aber nein, es ist einfach nur der Ausweg. Dem... Ja... Das Hauptgeschoss der Männerstation. Männerstation ist das Wort, was ich nicht gefunden habe in den letzten paar Aufnahmen. Ja. Was wollte ich sagen? Genau, er meint natürlich den Ausweg, den alles Irdische gehen wird. Oh, hallo. Hat er das? Nee, er hat den Ausweg noch nicht gemacht. Aber ihm wurde die Hose geklaut. Nein, Gott sei Dank. Ich musste einmal kurz gucken, wie nackt er ist. Frag mich nicht, warum. Spuren. Wir sollen dem Blut folgen, ne? Was? Fingers first, then balls, then tongue. Okay. Das klingt nach einer Folteranleitung. Erst die Finger, dann die Eier. Dann die Zunge. Oh, ja, perfekt. Je weiter ich fliehen möchte, desto tiefer dringe ich in diesen gottverdammten Ort ein. Es ist wie ein Kampf gegen die eine Teergrube. In diesem Keller werden Leute gefoltert. Auch mit Methode. In der Wand steht geschrieben, Finger zuerst, dann die Eier, dann die Zunge. Die Folter wird von jemandem angeleitet. Er gibt Anweisungen. Obwohl ich weiß nicht, ist das eine Eskalation? Weil, weiß ich nicht, ich würde sagen, bei einer Folter würde ich vermuten, dass halt eher die Einschränkung des alltäglichen Lebens das Wichtigste wäre. Und dann würde ich sagen, dass jetzt erst die Eier, dann die Finger, dann die Zunge. In dem Sinne, also wenn man das Einschränken des täglichen Lebens annimmt, wäre das wahrscheinlich die sinnvollere Methode. Vor allen Dingen, wenn man irgendwas erfahren will, wenn man nicht einfach nur foltern will, dann ist halt dieses Spiel mit der Urangst, also der Kastrationsangst, stimmt gar kein guter, ach, gar kein schlechter Ansatz. Ich geh mal die Treppe hoch. Toll. Ich gehe die Treppe rauf und ich gehe die Treppe runter. So, na, schauen wir doch mal. Ich guck so, also warum ihr euch fragt, also falls ihr euch fragt, warum ich immer wieder nach rechts gucke. Ich habe hier rechts einen Monitor, wo ich eine Voransicht habe. Wo ich halt schauen kann, ob das zu dunkel ist in der Situation und ob ich will ich das jetzt? Alter. Dumm geboren und nichts dazugelernt, oder was? Alles klar. Ich meine, da hat er nochmal Glück gehabt, aber da ballert etwas gegen und wir sind in einem Umfeld, das, wie mein Physiologieprofessor zu sagen pflegte, nicht mit dem Leben zu vereinbaren ist. Und der Typ hat nichts Besseres zu tun, als einfach mal den Weg zu öffnen. Jemanden, der da gerade gegen die Tür ballert.
Sag ja, dumm geboren und nichts dazugelernt. Also, der Typ hier. Ich weiß gar nicht, warum es so viele Teile von dem gibt. Ich meine, höchstwahrscheinlich werden wir es ja überleben. Und ich muss ja auch noch mal kurz was behaupten. So lebendig. Ich bin noch nicht gestorben. Nur so. Also. Mit anderen Worten, das ist immer noch. Das ist alles hier tiefe Lore. Darf nicht schlafen. Wernicke wartet auf mich. Okay. Der Wernicke ist anscheinend tatsächlich in dem Sinne transzendiert. Als Gedächtnis. Oder als. Ja, was wollte ich sagen? Als Geist tatsächlich, als Dämon, der die Leute in der. Im Schlaf heimsucht. Ganz klasse. Da freut man sich doch. Krankenbericht von Rick Traeger. Diesen Patient hat es leider auch noch nicht geschafft. Ich habe mein Bestes gegeben, aber ich bin ja schließlich nur ein Doktor, kein Wunderwirker. Und ich bin noch ziemlich neu in diesem Geschäft. Ich lerne die ganzen Kniffe erst noch. Wie auch immer, jemand muss schließlich das Fett von der Katastrophe namens Projekt Wallrider wegschneiden. Wir haben viel Geld verloren, seit der Sache wegen diesem Billy gescheitert ist. Aber mir ist es gelungen, das Personal um über 80 Leute zu reduzieren. Ich glaube, die Frage, wo sich die Leute, wo die hingekommen sind, naja. Kurzfristig gesehen bedeutet das, dass Ersparnisse bei den Gehältern und langfristig bei den Renten und die Kosten für die medizinische Versorgung. Und ich habe viel über Biologie gelernt. Ich war mir bisher nicht ganz sicher, aber jetzt kann ich mit absoluter Sicherheit bestätigen, dass ein Mensch ohne Nieren nicht leben kann. Man lernt jeden Tag etwas Neues dazu. Zwischenfrage. Wie viele von euch würden denn denken, dass man ohne Niere leben kann? Ich weiß nicht, wenn der ein Arzt ist, auch wenn er nur ein Pseudo-Arzt ist und so tut, als ob. Aber ich sag mal so, das müsste der wissen. Das weiß halt nicht jeder, finde ich, oder? Ich weiß nicht, ist das Allgemeinwissen? Also bei mir ist es Allgemeinwissen. Okay, ohne Leber, ach, ohne Niere kannst du leben. So, ich nehme das mal zurück. Okay, scheiße. Oh, wie unisono die das machen, ist schön. Ich rede gleich weiter wegen der Dialyse, die ich meine. Ich muss jetzt erstmal. Alter, nein. Ja, genau. Was? Aber wie viele sind denn da jetzt? Drei. Komm hier nicht weg. Ja, gut, dass ich gesagt habe, wir sind noch nicht gestorben. Ich müsste mich ein bisschen mehr beeilen. Ja. Das kommt davon, wenn man labert. Genau, hier mache ich schnell. Und ich mache nur schnell, mit Dialyse kannst du lange leben. Aber ist halt Scheißleben, würde ich mal behaupten. Ich hatte das gerade gesehen, nur ich hatte halt überhaupt keine Möglichkeit, das so schnell zu machen, weil ich halt, ja, den Headstart, den wir haben, weil die durch die Tür müssen, völlig verpasst habe. Oh, scheiße. So, das ist gut. Gut ist immer gut. So. Ah, ich glaube, wir haben eine ganze Menge Zeit, wenn ich mich nicht so abhalten lasse, aufhalten lasse, ablenken lasse. Ja, kann ich dich filmen? Okay. Die habe ich jetzt natürlich nicht gefilmt, ich dummer Mensch, aber egal.
Boah, ich wollte gerade sagen, wir müssten jetzt eigentlich gut sein. Ich mich gerade erschreckt, ey. Kommen die da um die Ecke. Und hüpf. Ja, ich habe den Sprung geschafft. Okay. Hätte ich nicht mitgerechnet. So, ja, um den Gedanken zu vollenden, den ich da vor Stunden angefangen habe. Ohne Nieren, ja, wir sind immer noch bei dem Thema, ohne Nieren kann man leben, wenn man eine Dialyse hat. Da kommen die her. Wieso kommen die da immer? Ich rede da nicht mehr drüber. Oh, fuck. Ja, perfekt. Ich hab dein Geld nicht. Alter. Woher sollte ich denn dein Geld haben? Ja, würde ich ja. Alter. Tschüss. Gut, dass die nicht wissen, dass man Messer durch so Gitter durchstecken kann. Weißt du, so. Ich mach die Geste nicht. Alter. Wer bist du denn? You're the bullshit priest's guy, aren't you? His witness or whatever, you must be exhausted. Now, let's take a break, huh, buddy? You'll do martini lunch? Hmm? Have a little confab, blah, blah. Healthier than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. I love the mountain air up here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free! I'm in no hurry. No? All right. Nose to the grindstone, I like that. Okay then, right this way. Also ich hätte jetzt nichts gegen, da nach draußen zu gehen, ne? Ein kleiner Spaziergang. Mann. Da ist der Weg nach draußen. Da ist draußen. Da können wir raus. Mann! Wie frech das einfach ist, dass die Tür einfach so weit offen steht. Das finde ich nicht gut. Nee, nee. Genau das. Genau das. I'm not putting that tongue to any use anyway. Truth be told, I was just tired of looking at my own stance. Was? Hat die Zunge entfernt, um ein Stempelkissen zu haben? Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up and, no movies. And it'll give us a chance to talk. Toll. Der hat einen wirklich wunderschönen Hintern. Ganz, ganz, ganz schön. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know. I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier than thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit crazy. Nein, der doch nicht. It's understandable if you get scared. There's like to turn to God as anything else. I mean, God died with the gold standard. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder in it is the simplest form, but what happens when all money's gone? Well, money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. To make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. Erst die Finger. Aua.
Better now, right? You understand what we achieved here? We made the consumer into the means of production. This thing is gonna sell itself. Alter. Richtig schön abgeledert. So. Hallo. Hat jemand meine Finger gesehen? Ah, ich muss unbedingt. Okay, erstmal brechen. Okay, und jetzt das Wichtigste. Meine Kamera. Alter, der Typ hat gerade zwei Finger verloren. Aber ich sag mal so, er ist auf jeden Fall tough. Tough, tough, tough. Sehe ich die Finger? Nee, schade. Okay, oder was heißt schade? Aber ich weiß, wie ich mir die Finger angucken kann. So. Mach ich erstmal die Tür auf. Ja. Ja, guck mal. Alter, das sieht echt nicht gut aus. Ich dachte, ich stand vielleicht gut, aber anscheinend stand ich nicht gut. Und ich glaube, unser Arzt ist der gute Traeger. So. Nein, ein Schlüssel, ist ja frech. Oh Mann. Also der Richard Traeger, den wir da schon gesehen haben, der denn nicht weiß, dass Menschen Nieren zum Überleben brauchen. Ja. Ich weiß gerade nicht genau, wo er ist, ne? So, wir brauchen Schlüssel. Irgendwo muss... Hast du einen Schlüssel? Die Tür ist zu. Ich weiß nicht, ob ich beruhigt sein soll oder nicht. Also beruhigt im Sinne von, das Gebiet ist dann kleiner, wo der Schlüssel sein kann. Okay. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass in dem ersten Raum, wo wir aufgewacht sind, nicht der Schlüssel sein wird. Wird es wahrscheinlich hier irgendwo sein. Okay. Dann nicht. Okay, dann ist er bestimmt hier. Oder hat er den Schlüssel? Also er, der Traeger. Sind wir hier vorbeigerannt? Oh, das wäre so frech, wenn der den Schlüssel einfach am Schlüsselbund oder so hat. Ich muss mir den mal genauer anschauen. Gucken wir mal. Okay. Du machst deine Sache und ich mach meine Sache. Traeger, hallo. Hallo? Kannst du den noch mal rufen? Weil, der hat den Schlüssel und ich glaube, ich brauche ihn. Oder ich vermute mal, dass der den Schlüssel hat. Sag mal. Weil, der Bereich ist zu klein. Also, ich meine auch eine ganz, ganz seichte Erinnerung zu haben, dass dieser Raum hier kacke war. ich bin mir aber nicht sicher, ob der den Schlüssel wirklich am Schlüsselbund hat. Ich weiß halt nur noch, dass der Raum hier sehr, 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 sehr besonders war. Und, toll. Aber hier sehe ich jetzt nirgendwo was. Naja. Ich sage einfach mal, wir sehen das in der nächsten Folge. Ja, bis dahin. Besten Dank fürs Zusehen und bis gleich. Ciao.